Liebe Reisefreunde, liebe Abenteuerhungrige, es wartet ganz was Tolles auf euch. Ich bin der Simon und ich will euch jetzt kurz eine Reise vorstellen auf das Dach von Afrika am Kilimanjaro und es wird wahrscheinlich für jeden, der was das zuhört, ein gewisser Lebenstraum gewesen sein. Wie ich das erste Mal davon erfahren habe, wie mein Cousin vor ca. 15 Jahren darauf gegangen ist und mir dann Fotos gezeigt hat, habe ich gewusst, da muss ich auch mal rauf. Und ich kann euch jeden ans Herz legen, dass euch dieses Erlebnis, dieses Abenteuer nicht entgehen lasst. Einmal auf den höchsten Berg eines Kontinents zu stehen, ist sicherlich ein Lebenstraum vieler. Und mit Kilimanjaro ist es ein Berg, der höchste Berg Afrikas, der was auch bewältigbar ist, wenn man es nicht der erfahrene Bergkletterer ist. Der Kilimanjaro zeichnet sich eben dadurch aus, dass es ein Trekking, ein Wanderberg ist, den man definitiv nicht unterschätzen darf, aber es geht da hauptsächlich um die Grundkondition und um die Höhenluft, wo es notwendig ist, dass der Körper damit umgehen kann und das kann man aber 100% im Vorhinein nicht eruieren oder ausschließen, ob man es schafft oder nicht. Aber es erwartet uns, wie gesagt, ein Abenteuer. Wir werden die Reise antreten und fliegen direkt runter über Amsterdam zum Kilimanjaro, werden dort empfangen und fahren gleich mal ins erste Camp. Für uns, wir haben uns gewählt die Marangu-Route. Das ist ein bisschen die leichtere, aber dafür haben wir nur zusätzlich einen Tag dazu als Freizeit während der Wanderroute raufgewählt, um die Akklimation des Körpers mit der Höhenluft einfach auch nochmal zu forcieren und es wirklich zu versuchen und alles zu unternehmen, dass jeder von euch das schafft. Wenn wir dort angekommen sind, haben wir zuerst eine kleine Unterweisung. Wir müssen noch beim Nationalpark, gehen wir durch das Tor und haben nachher die erste Wanderung. Die Wanderungen sind täglich so circa zwischen 4 und 7 Stunden, wo wir da unterwegs sind, die ersten 2 Tage. Wir schlafen nachher immer in Hütten, in Schlafsälen, das muss euch bewusst sein. Also während der Trekking-Tour haben wir da oft so Schlafsäle mit 60 Betten, mit 30 Betten, teilweise schon noch fließend Wasser, manchmal ganz die letzte Hütte, bevor es der große Aufstieg ist, haben wir das nicht mehr, ja, das fließend Wasser, aber da sind ganz andere Ziele im Kopf und nicht, ob man sich da frisch duschen kann mit warmem Wasser oder nicht. Wie gesagt, wir haben immer so Etappen und das Tolle beim Kilimanjaro ist, man durchwandert viele Zonen. Teilweise unten haben wir die Waldzone, wo auch viel Niederschlag sein kann, ja, und man arbeitet sich dann rauf über Mooslandschaften, bis man eigentlich zu einer Art Wüsten-Mondlandschaft kommt, ja, bevor man, wie gesagt, zum Vulkankrater, zum Top of Africa gelangen. Ich habe schon gesagt, untertags die Wanderungen 7 bis 8 Stunden, oft warm, also man muss sich von der Kleidung auch dazu richten, dass man untertags vielleicht einmal 30, 25 Grad hat. In der Nacht kann es aber gefrieren. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr einen guten Schlafsack mit habt, natürlich Handtücher und so weiter ausgestattet seid, dicke Handschuhe, wirklich euch informieren und gute Ausrüstung kaufen, Wanderschuhe zulegen, nehmt aber auch Flipflops mit, wenn wir in den Hütten nachher sind, wenn wir dort in die Nassräumlichkeiten gingen, aber gute Haube, definitiv bitte auch eine Stirnlampe mitnehmen, weil am letzten Tag, wir haben dann, habe ich schon mal gesagt, zuerst noch einen Zwischentag, wo wir Freizeit machen, noch 2 Wanderetappen, wo wir eine kleine Wanderung machen können von so 6 Stunden zu einem Aussichtspunkt. Dann geht es einmal noch durch die Mondlandschaft und im Anschluss kommen wir aufs letzte Camp. Da sind wir dann schon auf 4700 Meter, 5000 Meter und von dort starten wir dann um Mitternacht. Da ist noch finster, deswegen die Stirnlampe zum Gipfel. Wie gesagt, das ist dann schon, da müssen wir wirklich aufpassen, wie geht es mit der Lunge, mit der Luft und so weiter. Wir haben aber Personal mit, die was 12 Kilo kann man denen geben, die was das drauftragen für uns. Anschließend am letzten Tag des Highlights starten wir sehr früh, um Mitternacht geht es los. Da einfach gerüstet sein, dann wird es noch kalt sein, aber die Vorfreude wird überwiegen. Wir kommen zum Gilman's Peak als erster und von dort haben wir schon den Krater, die tolle Aussicht, da haben wir schon fast das Ziel erreicht. Da erwartet uns noch eine 2-stündige Wanderung rund um den Krater, bis wir wirklich den Kibo schaffen. Ja,
den Uhuru Peak auf 5895 Meter am Dach Afrikas. Also sicherlich ein Moment, wo sich, da werden wir es in den Armen liegen, da werden wir feiern und der Moment wird uns ein Leben lang im Herzen mitgetragen werden. Und wirklich was ganz Besonderes. Anschließend, ich hoffe, das soll aus der Gruppe schaffen, treten wir noch den Rückmarsch an. Dort geht es auf zwei Etappen, also einmal ermächtigen, da kommen wir schon ein bisschen schneller hoch, wenn wir mit merken, die Luft in der Lunge wird schon einiges besser, es ist leichter, es ist leichtgängiger und wie gesagt, mit einer Zwischennacht am Berg kommen wir schon wieder runter zum Tor, da werden wir dann angeholt, da kriegen wir die Urkunde, was wir geschafft haben, wie gesagt, da werden wir es in den Armen liegen und von dort geht es dann noch, wenn wir sowas geschafft haben, muss man das dort noch ein bisschen zelebrieren, genießen, machen wir noch ein paar Nächte in einer Lodge, wo wir Safaris machen, wo wir Tiere beobachten werden, wo wir den Kili einmal von herunten einmal sehen von der Lodge und sehen, da waren wir oben, das haben wir geschafft. Das werden so viele besondere Momente sein, da werden wir so zusammengewachsen sein, dass ich mich wirklich freue über jeden, der was da dabei ist und mit denen das erleben darf. Nach den Safaris, nach den drei Tagen, dreht man wieder den Rückflug an. Es geht wieder über Amsterdam zurück nach Wien und wie gesagt, die Emotionen, die Erlebnisse, das Abenteuer kann einen definitiv keiner nehmen. Schaut euch das Programm an, wir haben eine Liste zusammengestellt von der Ausrüstung, was braucht es, da wirklich nicht sparen, einfach eine tolle Ausrüstung mitnehmen, von Sommer bis eises Kälte in der Nacht und wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch begeistern können, viele werden den Lebenstraum schon ewig haben, seid dabei und gehen wir gemeinsam am Kilimanjaro.